Hi, ich bin Grace Risch und ich bin hier bei FAQ. Frequently Asked Questions, und hier sind lauter Fragen für mich. Ich mach mal die erste auf. Was wolltest du werden, als du klein warst? Das ist leicht. Sängerin. Nächste. Nummer 2. Was würdest du als Henkersmahlzeit wählen? Ich glaube, ich hätte nicht richtig Appetit. Aber was ich gerne esse, sind Avocados. Avocados gehen immer. Clubkonzert oder Arena? Was magst du lieber und warum? Das ist eine schwierige Frage, weil Arena, muss ich tatsächlich sagen, fällt mir leichter. Ich habe ja gerade Sarah Connor supported auf ihrer Tour und das waren ziemlich große Arenen. Und das war natürlich sehr aufregend und riesen viele Leute, aber das fällt mir tatsächlich ein bisschen leichter, als wenn ich im kleinen Club stehe und alle Gesichter und jede emotionale Regung ganz, ganz genau sehen kann. Und die andere Seite davon ist aber, dass es in einem Club natürlich sehr viel intensiver sein kann, weil alles so dicht beieinander ist. Insofern unentschieden. Wo ist der perfekte Ferienort und warum? Ich habe mehrere Lieblingsferienorte, aber ich muss sagen, dass je nach Stimmung immer ein anderer Ferienort der perfekte Ferienort ist. Also ich finde es sowohl in einem Skigebiet schön, als auch irgendwo am Strand unter Palmen. Und meine letzte Reise ging nach Kapstadt und das fand ich sehr schön. Was immer dabei sein sollte, ist Natur. So, hast du Rituale, bevor du auf die Bühne gehst? Ja, ich habe sehr viele Rituale, bevor ich auf die Bühne gehe. Ich brauche sehr viel Zeit für mich und mich anziehen und fertig machen und lange einsingen und um eine bestimmte Uhrzeit etwas essen und dann nur noch Wasser trinken. Und also ich bin da relativ kompliziert. So. Was ist das Sinnloseste, das du jemals gekauft hast? Was ist das Sinnloseste? Das dürfte auf jeden Fall lange her sein. Ich habe seit langer Zeit nichts Sinnloses gekauft. Aber was ist das Sinnloseste? Darf ich diese Frage auch auf später verschieben? Darf ich sie später beantworten? Ich tue die mal hier an die Seite, die kommt da noch. Dann mach mal weiter. So, was ist der peinlichste Song auf deiner Playlist? Das kann ich sagen, wenn mir der Titel einfällt, aber den Song habe ich. Das ist ein Kinderlied und meine Tochter stand mal richtig drauf. Das kleine Küken piept, heißt es. Ist aber ziemlich lustig, also kann man mal reinhören. So. In 20 Jahren werde ich auf einem Bauernhof leben und zwei Pferde und zwei Hunde haben. So. Hast du je darüber nachgedacht, in einer Band zu singen? Hast du je darüber nachgedacht, in einer Band zu singen? Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Also, ob ich jetzt, also wenn die Frage so gemeint ist, ob ich darüber nachgedacht habe, ein Bandprojekt zu machen und nicht als Solo-Künstlerin irgendwie dazustehen, ja, also nee, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist etwas, was sich so ganz natürlich entweder so ergibt und so formt und sich findet oder halt nicht. Deswegen habe ich nicht drüber nachgedacht, ich hätte es aber auch nicht ausgeschlossen. So, was ist an dir typisch deutsch
Was typisch nigerianisch? Das ist ja auch nicht so eine leichte Frage. Also typisch deutsch, ich hatte es. Ich bin einigermaßen pünktlich. Typisch deutsch, ordentlich bin ich auch. Wenn das typisch deutsch ist, ich weiß gar nicht mehr, was eigentlich sonst noch so typisch deutsch ist. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genug über typisch nigerianisch. Ich war jetzt einmal dort, aber das war es auch tatsächlich. Ich bin ja ohne meinen Vater aufgewachsen, der aus Nigeria kommt. Und ich weiß nicht so richtig, was typisch nigerianisch ist. Das ist ein größeres Thema. Das muss ich auf ein nächstes Interview verschieben. Und jetzt komme ich zur letzten Frage. Ach ja. Was ist das Sinnloseste, das du jemals gekauft hast? Mir fällt leider nichts ein. Also sinnlose Klamotten waren immer mal dabei. Irgendwas, was ich gekauft habe und nie angezogen habe, weil es doch unmöglich war. Aber ansonsten habe ich mal, das ist aber nicht sinnlos, also eine Winkelkatze verschenkt. Diese, kennt ihr die? Die sollen ja Erfolg ins Haus winken. Also es ist auch nicht wirklich sinnlos. Ja, ich kaufe nur sinnvolle Sachen. Okay, das war's. Bis dann.